Servus, wir sind's. Ja, ich hoffe, ihr seid fit. Heute ist nochmal Montag, der Elfentag. Wir sind hier bei den Eiselfen. Ganz groß, wir hoffen, ihr trutschelt mal ein. Ja, die Michelle ist auf jeden Fall schon die da. Die Michelle ist schon da. Die süßen Eiselfchen anschauen. Ja, und wir zeigen euch heute auch noch, wie man so an Eiskristallstern dazu basteln. Hi Michelle, hallo Monika. Hi, dann zeigt euch mal die Tina, und was geht heute. So, hallo Carla. So, und das sind sie. Die Eiselfen. Warte, ich habe doch noch gerade eine gemacht. Warte, komm mal rüber. Ich setze eine. Hallo Anna, hallo Heidi. So, also, sag euch was. Hi Nicole. Jetzt zeige ich mir noch mal ganz kurz, wie Gesicht. Also mittel, wir haben heute schon ein bisschen Action hinter uns. Ja? Hi Conny, hi Ingrid. Ich mag den Stift, mag auch schon nicht mehr. Hast du zu viel Augen heute gemalt? Ey, ohne Schmarrn, wir haben schon zweimal anfangen müssen, weil wir unser Video noch mal neu machen müssen. So. Bisschen Bäckerl. Aber unser Kurzvideo ist jetzt im Kasten, also jetzt können wir wieder Schmarrn labern und brauchen uns nicht zu konzentrieren auf die Geschichte. Aber nachdem dann wir schon zweimal anfangen müssen, sind wir halt schon etwas durch mit der ganzen Geschichte. So, wir nehmen da Aquarell-Buntstifte dazu für alle, die wo neu dabei sind. Hi Alex, hi Simone. So. Ich kriege mir ganz dunkelblaue Augen her. So, ein paar Punkte noch drauf und schon ist sie fertig, die Süße. Und bei der Nase, die verwischen wir noch ein bisschen, dass wir ein bisschen Verlauf haben. So, auf los geht's los. Jetzt hat der mal schauen. Stickelfaden nehmen, Knoten neu machen. Und wir fangen mit dem Mützle zum Nähen an. Schneide mal Kamm kürzer, nicht dass wir wieder einkegeln. So. Und dann so, dass der Knoten innen ist, auf der Nicht-Glitzer-Seite. Die Monika fragt schon, wo steht denn das Hexenhaus? Warte, das kommt erst, ja, dann müssen wir jetzt da durch. Ich wollte gerade sagen, erst müsst ihr durch, erst die Eiselfen. Genau, jetzt müssen wir erst die Eiselfen und den Eisstern natürlich auch noch basteln. Und dann kommt's, das Große. Also sag euch was, ich hock schon ewig, gell? Jetzt bin ich mir noch nicht fertig. Aber ich werde es begeistert. Hallo Simone. Sein. Ich habe nur noch nicht, das Dachverkleidung habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht, weil die Lebkuchen noch ein bisschen größer werden müssen. Also Fädels bis vorne hin. Seid ihr eh schon Profi-Fädler. Da brauche ich nicht mehr viel verzeihen. Es ergibt sich fast von alleine. Zwischennei raus. Und dann braucht ihr jetzt gar keine Sorgen haben. Die nächsten Wochen fehlen mir nichts mehr. So, jetzt einmal Knoten und abschneiden. Mütze ist fertig. Sagt die Simone schon wieder diese Fummelei. Ja. Also bei den Elfen, aber jetzt sind wir mal gespannt. Also das Haus wird ja nicht besser. Also jetzt da müsst ihr schauen, dass das weiße Kleid unten liegt, der Glitzer oben drüber ist, dass die Löcher übereinander sind. Und dass der Flügel mit der langen Seite nach oben schaut. Hi Jenny. Und dann gehen wir mir da rein. Einmal, zweimal, dreimal durch. Und auf der anderen Seite wieder rüber. Eins, zwei, drei. Wenn es sauber voneinander ist, dann geht es auch. So. Wenn man sie dann nicht so ausstellt wie ich vorher, dann verfädelt man da auch nicht ewig. Sag ich was, hey. Wie ein Tollpatschheit. Ganz gruselig. So, Moment da. Wir sollten mal diese Videos speichern und als Outtakes machen. Ja, weißt du, einfach mit. Richtig, ich weiß es und so nicht. Irgendwie machen wir es und sowas verkehrt. Wir müssen viel mehr Schmarrn reden und Blödsinn machen.
Das kommt viel besser an. Jetzt diesmal die Füße, die Schuhe gleich ankleben. Die mache ich jetzt da gleich hin, bevor ich es wieder vergesse. Zumindest ist dann kein Kleid im Weg. Ja. So. Jetzt lassen wir das einfach mal schnell so hängen. Mache den unten so fest, dass der ein bisschen Möpse kriegt, da die Süße. Wenn das schon geht, weißt du das jetzt so. Das dauert natürlich jetzt, ist ja klar. Hey, wenn es nicht läuft, läuft es nicht, oder Tina? Ja. Dann fädeln wir halt unseren Arm noch ein. Dann bleibt es schon mal da gescheit drinnen. Jetzt geht das wieder auf. Ja, so in der Art kann ich ein Leiden, Pech und Pannen-Video hochladen. Ohne Schmarrn. Ich sag's euch, es ist zu Mäusemelken. Also jetzt schauen wir mal, ob da was geht mit der Mary. Wahrscheinlich keine Munition auch nicht mehr drinnen. So. Bauen wir mal da die Untersohne sie. Zack, die Flakti, da machen wir mal lieber einen Tropfen Kleber drauf, weil das sieht das schon kommen, dass das nicht, dass das jetzt gleich aufgeht da um die Gaudi. So, und dann nehmen wir unsere Stiefel her. Einmal da rein links aber, so dass wirklich nichts mehr rausschaut vom Fuß. Die Platten, das. Warte mal, da meine Sachen drauf sind, wenn das laufen drauf. Mit denen unten ein Tröpfler Heißkleber reinmachen, pappen den Fuß fest, dass der da sauber drinnen ist. So. Stiefel gescheit einkleistern hier, alles umklappen. Tina hat sich gedacht, ich soll jetzt gleich zuerst die Stiefel pappen, bevor sie es wieder vergisst und wir nochmal von vorne anfangen müssen. Aber das haben wir ja zum Glück bei euch nicht das Problem. Da müssen wir den Fauxpas durchstehen, was ich angekriegt habe. Das ist noch schlimmer. Ja. So. Zack, die Flakti. So, ich hoffe, es geht euch alle gut. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, welche Augenfarbe ihr wollt, aber es ist eh klar, es wird bei mir immer alles blau. Also es ist wurscht, oder? So. Die Schuhe. Ja, ansonsten ist alles im grünen Bereich. Wir fehlen jetzt einmal unser Kleidl noch rein. So, dass der Untersohn es nach vorne schaut. Ja. Das stimmt, heute sind mal wieder ein Haufen Leute. Ja? Ja, die sind alle neugierig. Ah. Ja. So. Also, das müsst ihr nicht neugeben, die Arme. Ich tue es halt ein bisschen fixieren. Ihr kennt es mir, ich muss immer alles tausendfach gescheit machen, weil sonst, wenn da irgendwo einer hinfummelt und es verzirkt sich, das ist doch blöd. So, die Liebe. So, einmal, dann die andere Seite noch, weil wir haben ja heute ein bisschen Zeit. Und dann sprechen wir noch über unser Lebkuchenhaus nachher. Bei ein paar Sachen ist ja noch unklar. So, jetzt schauen wir, dass wir es da sauber aufeinander haben, dass da oben auch das Gewand dann zu ist und nicht da der Arm rausschaut. Das stimmt, so. Bei dem Wetter will ja auch keiner raus oder irgendwo hin. Nee. Können heute alle zugucken. Immer haben Klotzkowski rein, weil es eh mein Freund ist. Na, bei dem Wetter, hey, das regnet ja heute, regnet es bei euch auch so arg. Es soll ja also die ganze Woche weiter regnen. Ne? Ja, in Allgäu bei der Simone soll es auch so arg regnen, oder? Aber ich finde, bei uns regnet es schon so arg. Mhm. Wir brauchen einen anderen, den habe ich für nachher schon eingefädelt. So. Setzen wir ihm erst seinen Hut auf. Dann macht es die dritte, nach der dritten, 1, 2, 3, Hut drauf. Oh Gott. Ach nee, Tina, jetzt habe ich da schon wieder so einen blöden Knoten. Nee. Irgendwas geht nicht derzeit. Da ist einer dran, schau. Ich war ja schon voll im Kampf gehabt.
Das stimmt, kurz. Jenny, ein richtiges Bastelwetter. Aber ohne Schmarrn. Aber das braucht man auch mal. Jetzt war es ja lang genug Ski, jetzt können wir, sonst wären wir ja mit unserem Weihnachtszeit gar nicht fertig, wenn wir jetzt nicht endlich. Die Janette tanzt aus der Reihe, oder das Wetter bei denen war heute Sonnenschein. Aha, aber ab morgen soll es bei denen regnen. Genau, das kommt jetzt mal im Schabbat noch. Dann kriegt sie ja auch euer Fett ab, da oben. Im hohen Norden. So. So schaut es schon putzig aus, gell? So, Dilli. Jetzt gehen wir mal unterm Rock da durch. Mal den Hintern ein bisschen heben da. Ja. Und dann machen wir noch Gürtel. Und rutzti futzti sind die fertig. Also nee, die gingen eigentlich total. Die Monika, süß. Mich stört das Wetter nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Vielleicht mag sie gern Regen. Oder die mag es, daheim zu sein, zum Basteln. Ein Grund zu haben, dass man nicht raus muss. Ja, das ist auch mal was wert. Nur wenn man dann raus muss, dann ist er richtig ekelhaft. So, machen wir dann einen Tropfen Kleber drauf, dass das da selber gerade hängt. So, Lili, schon ist unser Zenzel fertig. Die lasse ich aber jetzt so. Das stimmt, Monika. Ändern kann man sowieso nicht. Man muss es hinnehmen, wie es kommt. So schaut es aus. Jetzt haben wir da noch so Eiskristalle, die gibt es so im Dreier-Set. Tina zeigt euch dann einmal nochmal, wenn ich angefangen habe. Und zwar gehen wir jetzt her, gehen wir da einfach mit dem Knoten einfädeln, legen die sauber aufeinander. Die Glitzerseiten nach außen. Genau. Wenn man natürlich scheiße fädelt, dann funktioniert das nicht. Ich muss da drüben rein. Also so, dass der Stich nach innen ist praktisch. Wir machen jetzt da schon den ersten Stich rein. Seht ihr das? Und dann drehen wir das. Und es geht. Das war jetzt verkehrt. Ich sehe noch nicht viel. Du. Ihr seht es nicht viel. Die Stiche sieht man so schlecht, oder was? Du drehst es immer wieder weg. Aber es war jetzt halt ja eh kein, wenn du sagst, es war jetzt eh falsch, dann passt schon so, wenn man es nicht sagt. Nein, also immer jetzt von unten nach oben. Zapp, darab. So. Und es geht jetzt bis drüber. Und so lang kann euch die Tina nochmal die Eiselfchen zeigen. Und da oben, was ich aufgebaut habe, meinen Sänger. Parade so, hier. Da sind meine Wichtel. Engel und Wichtel. Da unten sind die ganzen Eiselfen, die Petra schon gebastelt hat. Und da ist zum Beispiel auch in Blau. In Eisblau haben wir die noch. Und ich zeige euch mal, das sind die drei verschiedenen Größen. Einen Moment. Genau, es können zwar drei kleine nehmen. Entweder man nimmt die drei verschiedenen, ist ein Set, oder eben die drei von den kleinen in einem Set. Jetzt habe ich den da ihren Kissen genommen. Weil die können sie nämlich auch ganz schön zwischen reinfädeln, wenn sie es so als kleinen Vorhang machen wollt, praktisch, dann fädeln wir jetzt das meine da mal zwischen. Beziehungsweise da sind Sitzkissen für die. Genau. Warte. Ich habe es jetzt einmal als Kissen hergenommen. So. Du kannst es auch wieder auf diese Halterungen drauf machen, wo wir die Blumen gemacht haben praktisch. Also es geht im Prinzip, wenn man nicht immer da einfädelt, kann einmal ringsrum. Man hätte ja da schon was vorbereiten können, aber dann war das Video jetzt schon aus und darum müssen wir jetzt noch ein bisschen labern. So, und das sind die Sets, ne? Das sind die Rohteile, die Füllworte und der Faden mit drin. Genau, und eine kleine Anleitung. Ich finde die so Zwischenei-Fädeln, finde ich das ganz witzig jetzt. Und das sind die eben mit drei verschiedenen Größen. Auch alles dabei. So, der Lied. So. Setz sie wieder da. Oder setz sie schon laufen da? Ja, jetzt habe ich die gut. Ah. Ja, es geht gerade ein bisschen ums Wetter. Kalte Brüll und immer sich so warm anziehen, dass man raus kann. Und ja. Ja, aber jetzt hat, ihr müsst nur das richtige Bastelmaterial haben. Dann braucht es ja nicht mehr raus, weil dann wird es ja gar nicht fertig mehr bis Weihnachten.
Ist das die Anspielung aufs Lebkuchenhaus? Das ist auf alle Fälle jetzt eine richtige schöne Winterbastelei, finde ich. Also mir macht es jetzt richtig Spaß, das zu machen. Ich tue jetzt da mal die Füllwatte rein. So, dass ich da noch gut hinkomme. So dick wird das ja gar nicht geschottert. So, dass das jetzt ein bisschen ausgefüllt ist. Ein bisschen können wir noch reinmachen. So, Didi. Da vorne am Spitzel, da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Watte rein. Hilft jetzt alles nichts. Ja, und sonst ist alles Palette. Seid schon neugierig oder was? Ja, die sind, glaube ich, gut neugierig. Aber, ich meine, hast es ja auch neugierig gemacht mit einem Stück für Stück. Ja, hallo, Teile. Wenn ich mehrere fertig gehabt hätte, kann ich ja nichts Fertiges schicken, wenn ich es noch nicht fertig habe. Also jetzt bin ich ja gerade über die Inneneinrichtung, da habe ich jetzt heute noch ein paar Änderungen vornehmen lassen. Weil ich mache ja parallel noch eine zweite Überraschung für alle, die nicht auf Lebkuchen stellen. Kann man natürlich auch was anderes draus bauen. Und deshalb habe ich mir gedacht, muss ich jetzt da mal gleich noch parallel was zweites machen. Kennt ihr mir ja, weil sonst wäre es ja nichts, oder? So, also ihr kennt es jetzt praktisch, den da oben so eine Schlaufe reinmachen. Und ihr könntet jetzt die so nebeneinander hängen. Wäre ja langweilig. Aber ihr könnt jetzt auch hergehen und sagen, wir hängen jetzt einfach da unten den anderen mit Ei und ihr fädelt den einfach mal da ein. Schaut mal, wie weit ihr das braucht. So. Und macht dann einfach da zwei, drei Stiche rein. Und wir vernähen die ganze Marie. Also neugierig sind sie nicht, nur wissbegierig. Ah, dann ist er gut. Ich hoffe nur, ihr haltet jetzt dann auch durch bis zum bitteren Ende, gell? Bis das alles fertig ist. Nicht, dass sie mir wieder abspringt. Oh, die Monika, ich habe schon ein Häuschen gesehen. Hast du schon wieder. Vielleicht beim Rüberdingsen bin ich vielleicht. Beim Dingsen ist sie vielleicht schon. Sie hat das schon ja, aber dann schaut aber die Monika schon sehr gespannt in den Hintergrund. Also, schaut ja und jetzt hat sie. Ah, jetzt hat, wenn ich das nämlich in Bilde habe, sieht man es nämlich. Voll süß, oder? Und dann könntest du natürlich unten einen kleinen Stern zum Beispiel jetzt mit hinmachen. Ja? So, da ich die jetzt ins Fenster reinmache, dann hat. Aber ich finde die Eiselfen so gut. Das sind halt so schöne Weihnachtsbastelei. Ich glaube, die haben jetzt mit die Ohren, wie immer. Aber die haben jetzt, glaube ich, auch alle mehr in den Hintergrund geschaut. Ah, jetzt. Du hast hochgehalten, oder was? Ja, naja, wenn du mir die Elfen vor die Nase setzt und ich sie filme, dann sehen sie automatisch den Hintergrund. Okay, also jetzt haben wir bald schon wieder die Ohren vergessen. Also deswegen war unter anderem also das erste Video, was wir damals gemacht haben, schon scheiße, ne? Ja. Weil wir am Ende wieder die Ohren vergessen haben. Genau, und dann haben wir es nochmal gemacht und jetzt haben wir es nochmal machen müssen. Zweimal Gleichheit hintereinander, darum kann ich ja schon wieder gar nicht mehr hocken. Weil erst beim ersten habe ich Schmarrn zusammengefädelt, also am Knoten eingefädelt und nicht mehr rausgekommen und nicht aufgegangen und so fette Fauxpas wissen wir halt sonst auch passiert bei euch. Das ist dann meistens, wenn der zweite blöde Fehler passiert, dann brechen wir ab. Einen lassen wir uns immer noch eingehen. Ne? Ja, aber so zwei hintereinander gleich so ein Fiasko. Also, normalerweise würde ich jetzt sagen, jetzt könntest du dann schon mal das Tschüss anfangen. Tschüss sagen, anfangen, ja. Genau, aber heute sagen wir eigentlich ja die Überraschung. Wir machen mal ein bisschen Platz. Genau, wir machen jetzt einmal ein bisschen Platz da. Die Tina zockt euch vielleicht die Elfchen nochmal dabei. Und ich tue mir vorbereiten. Ich gehe mal weg. Ah, hi Mandy.
kommst wohl gerade recht. Also ich zeig dir mal, wir sind jetzt mit unseren Eiselfen fertig. Haben auch gleichzeitig nochmal solche, die Eiskristalle gefädelt, weil die auch immer schön dazu passt, zu dazu passen. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen über unser Regal So. unsere Winter-Weihnachtssachen zeigen. Machen wir mal ein bisschen mehr Platz. So, da, da. So, Mädels. Also, das ist unsere Krippe. Ja, als ihr gesagt habt, das ist so wie die Krippe. Und jetzt seht ihr, wie groß das Lebkuchenhaus im Gegenzug von der Krippe ist. Also, es ist 25 Immer ein bisschen näher, ja. auf 15 hoch und 25 rüber. Irgendwas, da ist 25, glaube ich, und da ist 20 oder so. Um den Dreh. Also so 20 mal 25 und 15 hoch. Ja, jetzt habe ich da mal angefangen, weil ich da oben noch größere Lebkuchen haben möchte. Ja, also weil es wird ja mit Glasur dann auch noch gemacht. Aber ich finde, die Lebkuchen, da braucht man, wenn ich so aufbaue, 25 Lebkuchen. Und das ist schon etwas übertrieben. Die müssen auch alle angemalt Genau. werden. Und also seitlich haben es natürlich auch Fenster, sodass man überall reinschauen kann. Jetzt zeige ich einmal die andere Seite auch noch. Ja. Und das Gemäune muss halt immer im Verlauf geben. Ja. Und wenn die 2 Meter ausziehen mit einem Bankerl, dann kann ich euch das Highlight. Natürlich geht die Tür auch auf, ja. So nicht, aber es geht ganz auf. Da bin ich halt so neu gedrückt. Also es geht die Tür allein natürlich auf und als Highlight lässt sich das Ganze Kannst du es ein aufschwenken. bisschen drehen zu uns? Ein bisschen Ja. rumdrehen, dass Warte, man. der ist umgefallen. Sudeli. Und so schaut es jetzt momentan noch innen aus. Es ist noch nicht fertig eingerichtet, der Tisch ist noch nicht ganz drinnen. Warte mal, vielleicht kann ich dir da noch ein bisschen ein besseres Licht machen. No, ich kann nur nicht gescheit reinschauen, aber wie gesagt, hinten steht So. ein Tisch mit zwei Stühle. Genau, und da ist halt der Backherd drin. Ich tue mal den Genau. Wichtelmuschel da weg, dann siehst du es. Den Ja? Backofen. Aber es ist jetzt noch nicht komplett fertig eingerichtet, aber das hat jetzt einen einfachen Lebkuchenboden mit Schokoladen-Nussschokoladeweg, ja? Und nächste Woche zeige ich euch dann, wenn es innen einen Schokiboden reinmacht. Ja? Also ich hoffe, ihr seid Alle begeistert. begeistert, alle Ja? begeistert. Und ich finde halt es süß, wenn man das ganz aufmachen kann, weil dann kann man es auch wirklich einmal anschauen. Wie es ausschaut, wenn es jetzt wirklich Ding. Und das könnt ihr dann jederzeit immer auf und zu machen. Ja, das wieder umrichten. Man kann jetzt auch zum Beispiel den Herd, der hat ja normalerweise, den habe ich jetzt gar nicht mitgenommen, den kann man jetzt auch nach draußen stellen, dass die innen praktisch vorproduzieren und er backt da heraußen. Ja, und der kleine Scheißer passt auf mit. Also das schaut dann auch nicht aus. Und ob man das Bankerl jetzt noch dazu rein oder nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber man muss erst mal schauen, aber so habe ich mir das Also ungefähr die Eva fragt vorgestellt. schon, wann es zum Bestellen gibt. Ja, nächste Woche. Nächste Woche ist das soweit, dass man das dann alles haben kann. Aber so finde ich es jetzt ganz süß. Wir haben jetzt absichtlich da nicht so viel hingemacht, weil dann kann man nämlich auch schön einen Tannenbaum jetzt daneben stellen. Oder ich schaue mir auch mal an. Hey, das glaubst du nicht, oder? Wir sind einmal arme Hund hier. Ja, alle festpackt. Ja, die sind alle irgendwo festgemacht. Aber man kann jetzt wirklich jeder nur einen Tannenbaum nehmen oder meinetwegen ein kleines Klohäusler daneben machen oder so. Also da kann man Im richtige. Lebkuchenstil. Ja, im Lebkuchenstil ist aber. Der ist da nicht anders aus. Das war überhaupt eine Herausforderung, oder? So ein Klohäuschen im Lebkuchenstil. Aber so. Jetzt, ich habe natürlich jetzt nur unendlich Scheiß angemalt, ja. Warte mal. Also für die zweite Runde auch schon kleine, die sind ja dann für die Fensterläden, die habe ich schon vorbereitet für nächste Woche. Ich habe jetzt auch so Runde probiert, aber ich finde, die Runden schauen nicht so schön aus. Ich weiß nicht, was ihr meint, weil zuerst habe ich mir gedacht, wir machen da ein paar so Runde zwischenein, aber so prickelnd habe ich das jetzt dann gar nicht gefunden. Was sagt ihr dazu?
Weil eigentlich müssten das eher so wie so Smarties sein, dass die ganz einfarbig dann angemalt werden, aber das ist ja dann auch langweilig. Ja. Das kann ja jeder. Was sprechen die dann für die Runden? Also die Ingrid sagt auf jeden Fall schon mal nicht die Runden, die Jenny auch, eckig ist schöner. Ja, also. Mir haben die auch nicht gefallen. Und dann habe ich noch probiert mit so Herzchen, also zu Herzchenlebkuchen, aber das ist auch irgendwie nicht so der Burner gewesen. Ja, also ich muss ja auch immer erst testen. Die einen haben jetzt gemeint, vielleicht am Dachvorsprungrunde. Da hätte ich jetzt oder halt her gesagt, dass wir da solche noch hermachen. Ja, so da kleine. Sind es nochmal eine Nummer kleiner. Aber also. Die Mickey Maus-Teile da vom Herd. Also die meisten sagen, alle sagen, die eckigen sind besser. Jetzt muss ich ganz schauen, die Herzchen kommen jetzt gar nicht so schlecht an. Ja, die Carla findet zwar die Kombination gut. Ja, man kann jetzt auch da oben noch Herzchenlebkuchen zum Beispiel drauf machen. Genau. Wir können ja zwei, drei schauen, wenn noch Platz ist auf der Platte und dann hätte ich halt da jetzt das mit so kleinen noch verziert, da den Rand. Oder? Ja. Ja, so ist momentan die Lage vom Lebkuchen aus. Also Sektor, es ist in Arbeit. Wir können jetzt zum Beispiel auch den Kamin verkleiden mit Lebkuchen. Bin gerade nicht da. Schaut auch total süß aus, wenn jetzt da eben nur Lebkuchen draufpappen dann auf den Kamin. Ja? Aber da muss man echt erstmal nur mal schauen, wie es ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist ganz gelungen. Denke ich auch. Hoffe, seid zufrieden mit mir. Können dann langsam Tschüss sagen. Genau, ihr könnt es dann langsam Tschüss sagen. Die Tina zeigt euch nochmal die Eiselfen. Genau. Eigentlich ist es ja heute um die Eiselfen gegangen. Genau, aber jetzt wisst ihr, wie der Stand der Dinge ist. Und nächste Woche geht es weiter, wenn ich wieder bin. Dankeschön. Dann kann ich euch danke, Heidi. Auf den Laufenden halten hier. Weil nächste Woche gibt es ja schon dann das neue Haus, die neue Hausvariante da dazu. Also nicht das Lebkuchenhaus bemalen, sondern das neue Variante. Das wird dann die Überraschung für nächste Woche. Also, tschüss. Tschüss.